Ich will gar nicht zu viel verraten, Freunde, aber das, was in diesem Skin-Contest wieder passiert ist, egal wer bewerten würde, jeder Einzelne würde diesen Trick, würde das, was passiert ist, direkt weiterlassen und am besten Fall sogar gewinnen lassen. Zieht euch das Video komplett rein, um alles nachzuvollziehen. Freunde, ich würde mich freuen, wenn wir wirklich 15.000 Likes auf dieses Video packen. Es ist einer meiner Lieblings-Skin-Contest-Folgen geworden. Ganz viele von diesem Kanal haben noch nicht die Glocke aktiviert und wundern sich, wann ich überhaupt streame. Und Leute, ja, ich habe auch Instagram. Instagram. Zack. Abchecken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser ultimativen, heftigen Folge vom Skin Contest. Also ich sag euch, Real Talk, Spitzhacke Baba, Backblink Baba Skin, auch übel seltener Skin. Also wenn Stani das nicht realisiert, aber zufällig ist er auch so lila, ne? Krass. Ich kann mir vorstellen, wir kommen echt weit. Echt gute Kombination, ich bin voll zufrieden. Ich sag euch, das könnte echt eine coole Skin Contest Runde werden, sag ich euch ehrlich. Ja, Lofty hat irgendwie so ein Set oder so, ganz schlecht, sagt er. Lofty wird wahrscheinlich mit einer der ersten Reihen rausfliegen. Schade, Lofty. Schade. Ich gönne dir das doch vom ganzen Herzen, wenn du hier gewinnst. So, Leute, einmal bitte alles abbauen und dann einmal auf die Kante stellen und das reinschmeißen. Hier wieder relativ weit vorne sein. Ich hab echt keinen Bock, will schon mal hier alle Leute, die dran teilgenommen haben heute an den Skin-Contest, loben. Leute, hat echt gut funktioniert heute. Also Baba-mäßig keine Runde Probleme gehabt. Das freut mich echt so. Aha. Deswegen Props, geh nochmal raus. Echt an jeden Einzelnen, der hier teilnimmt. Brokkoli-Kopf. Genau, schmeiß den Loot hier rein. Dann Abfahrt. Boah, ich sehe schon, ey, das ist eine krasse Round, ich sag ehrlich. Oh mein Gott, da sind echt heftige Skins dabei. Das ist eine sehr, sehr krasse Round. Also ich sag so, da sind heftige Skins dabei. Aber wir machen gleich die Stani-Taktik. Also Lofty, ich glaube, hier wirst du echt keine Chancen haben. Ich sehe schon echt, ich denke mal, du bist hier der Cowboy-Skin. Wichtig, dass ich vor diesem lilanen Typen bin. Also mein Partner eigentlich. Also ich sag ehrlich. Wer bewertet jetzt, du oder du? Ich bewerte. Boah. Vielleicht lassen wir die erste Runde weiter um. Ich würde sagen, wir starten auch direkt hier mit dem Skin-Contest. Thema ist seltene Skins. Wir haben ja nicht viele Leute drin und deswegen wird die Story sehr entscheidend werden. Und der erste Eindruck, ich habe schon einige krasse Skins gesehen. Es geht los. Ey, ich muss halt echt sagen, er ist Shifu-Skin. Okay. Den sieht man halt ultra selten. Also ich sehe den gefühlt gar nicht. Er ist eigentlich so nothing special. Ich muss aber sagen, die Combination gefällt mir echt gut. Backbling und Spitzhacke holen hier noch sehr viel raus aus dem Skin. Ne? Deswegen weiter, erste Runde geschafft. Dann weiß ich auch nicht mehr, meine Freunde. Das läuft schon mal gut hier. Nächster, bitte. Ah, hier haben wir den Xbox Exclusive Skin. Ich finde das Backbling auch sehr geil vom 8-Ball Skin. Auch die Pickaxe. Ich muss sagen, sieht rund aus, gefällt mir gut. Weiter, komm. Oh, wir sind gleich dran. Warum hätten wir doppelt? Direkt der vierte. Hallo? Hier haben wir. Ey! LOL! Mit dem weißen Bart habe ich ja noch gar nicht gesehen. WTF, okay. Skin eigentlich. Ja, Bruder, weiter, definitiv zu 100%. Oh. Er ist ja gar nicht überzeugt. Skin, muss man sagen, ist sehr, sehr selten. Hatte ich vorhin gekillt gehabt. Ich sag Kippe, sehr, sehr Kippe. Das Einzige, was hier wirklich rausholt, muss man echt sagen, ist die Pickaxe, die man sehr, sehr selten sieht. Und das Big Backbling gefällt mir auch ganz gut. Aber sehr, sehr Kippe. Skin ist einfach, ja, weiter. Geh weiter einfach. Das macht doch gar keinen Sinn, was er sagt. Er sagt, dass wir machen seltensten Skin-Contest. Und bin aber trotzdem so auf der Kippe? Hä? Macht gar keinen Sinn. Skin? Sieht man ab und zu mal Rostlauben-Backling, gefällt mir gut. Und die Pickaxe? Ey, für mich bist du weiter, Benny Boy. Hä, das macht gar keinen Sinn, was er gesagt hat. Ja, wie viele Leute willst du denn noch weiterlassen? Der Typ ist... Lost. Der ist lost. Das bist du, Lofty, ne? Vor allem... Hey. Sag, bist du das? Würdest du mich dann abknallen, wenn ich's bin? Schade. Ich würde dich abknallen, ja. Ich hätte, ja, dann war ich das. Aus Prinzip, Digga. Stani, du weißt schon, wir machen hier den seltensten Skin-Contest mit seltenen Skins. Ja? Ich kill jetzt hier auch. Warum killst du dann seltene Skins? Wo du selber sagst, die sind selten. Geil, feier ich. Also besonders die Pickaxe passt halt echt gut. Backing ist nicht ganz so meins, aber sonst geil. Weiter. Du bist weiter. Safe. Komm, weiter. Monster, weiter. Sonst 1, 2, 3. Digga, zu langsam. Er hat sogar selber in der Analyse gesagt, das ist ein seltener Skin, aber ich muss ihn vielleicht töten. Hier muss ich sagen, Backbling und Spitzhacke ist übelst geil, aber der Skin ist selten. Hä? Das hat gar keinen Sinn gemacht, was er gesagt hat. Dieser neueste Sturmtyp. Ohne Witz, korrigiert mich, Chat. Also der alte Sturm. Hab ich das falsch verstanden? Oder sind wir in einem falschen Skin-Contest? Jetzt mal Real Talk.
habe ich so auch der nicht Skin oft ist gesehen, selten, auch mit der Pickaxe. Aber ich muss dich leider töten. Okay, komm, das einzig Gute, was ich daran finde, ist die Spitzhacke und dein Backling. Das macht gar keinen Sinn! Ja, müssen wir nicht drüber reden, Patrick. Schade, Patrick. Einfach. Boah, der ist halt schon echt old, ne? Der Skin, der ist halt... Ja, ich finde, Backbling holt raus. Backbling vom Brutus, das passt perfekt. Du bist weiterkommen. Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Komm, nächster. Was soll Lofty wieder so, wie er lacht? Ne, Lofty, bist du das? Aha, ja. Lofty zu dem Lofty. Ja, bist ausnahmsweise weiter. Aber ich finde, sieht man auch nicht so oft. Finde ich, die Kombi war ganz nett gewesen. Guck mal, so, was nächster. Er für Leute hier weiterlässt. Alles keine besonderen Mord Skins. Und dann bei mir, mein Skin ist selten. Er sagt, dieser Skin Backling, ist selten, aber muss ich Backling, leider killen. Wo ist die für Logik? Aktuell auch Favorite, muss ich echt sagen. Sieht sehr, sehr gute Kombi. Kombi, Baba-mäßig, schön Motten-Skin. Geil. Daumen nach oben. Top. Gefällt mir richtig gut. Nächster, Mottenkopf. Bitte. Oh, ich finde halt, Pickaxe sind geil. Pickaxe holen raus. Skin finde ich persönlich nicht so krass, aber es gefällt mir einfach von optischen her sehr gut. Deswegen. Ja, lass doch gleich ganze Menschheit weiter. Ja, ja, den sieht man halt auch heiß. Sieht halt echt geil aus. Finde ich cool. Weiterkommen. Schöner Skin. Pickaxe passt nicht ganz so, aber finde ich. Hühnchenkopf. LOL, was ist das für eine geile Spitzhacke? LOL. Backling ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Aber Pickaxe holt raus. Oh, Pickaxe. Hä, die Pickaxe kenne ich ja gar nicht. Digga, du bist weiter. Komm. Ja. Leute, wir sind weiter. Jippa. So schlecht. So schlecht. Ah, Tannenbaum. Benny Boy, Digga. Müssen wir nicht drüber reden. Sorry. So, nächster bitte hier. Übrigens für alle, die sich gerade gewundert haben, er hat das gehört, was ich gesagt habe, damit er denkt, ich bin Hühnchenkopf, aber er hat schon gecheckt, dass es Spaß war. Wow! Wow! Aus dem Zone Wars, oh, mit dem Backbling, eine richtig, richtig geile Kombi. Geil, geil. Sehr hohes Level, muss ich sagen, heute. Gefällt mir echt sehr gute Skins dabei. Krass, krass, krass. Ja, okay, okay, ist okay. Komm, weiter. Die braucht sie nicht einbauen und die ist kein neuer Skill. Nächste. Boah. Den Skin sieht man auch extrem selten, muss ich sagen. Ich finde leider Backbling und Pickaxe ist ein bisschen reingeschissen, aber Skin holt es wieder raus. Deswegen hast du nochmal echt Glück gehabt. Weiter, komm. Ich check ihn heute nicht, wirklich. Ich fahr gleich nochmal nach. Sorry, Bro. Sorry, sorry, sorry. Nächster, bitte. Mach noch einen Tanz, Digga, um mich zu überzeugen. Tanz, sonst bist du weg. Du dürfst jetzt mal tanzen. Telefon. Aua. Schade. Janik. Schade, Janik. Stani, kann ich mal kurz was fragen? Damit auch jeder Bescheid weiß. Was für ein Skin Contest ist das gerade? Seltener. Seltener Skin Contest, okay? Ja, ja, ja. Und warum? Aber das ist auch, der eine Skin ist auch selten, aber der gefällt mir einfach nicht so. Deswegen, du willst jetzt wahrscheinlich auf diesen einen dynamischen Skin da anspielen. Was machen wir jetzt? Hat die Landung vermasselt. Den fahre ich einfach nicht so, keine Ahnung. Weil ich den selbst mal eine Zeit lang sehr viel gespielt habe. Und ja, es ist okay. Wie gesagt, Pickaxe hat rausgeholt und das Backding. Ansonsten hätte ich ihn auch gekillt. Ich habe den vorhin nämlich gekillt gehabt einfach. So, das nächste, ihr müsst mich überzeugen mit einem Tanz durch die Tür. Einmal bitte einen Laufsteg hier wieder aufbauen. Ich baue hier den Steg auf, hier zack, zack. Wir machen einen seltenen Skin-Contest, wo es um seltene Skins geht. Ich nehme einen Skin, der seit mehreren Tagen nicht am Start war. Und er sagt, mir gefällt der Skin nicht. Mottenbaby, los, zeig mir einen schönen Tanz. Ich hoffe, du bist echt ein cooler Skin. Ich hoffe, du hast hier eine gute Modder am Start. Komm, zeig, was hast du drauf. Ja, okay, passt. Classy hätte ich mir vielleicht aufgehoben, aber komm weiter mit seinen Rüssel da vorne. Nächster Skin, bitte. Ja, feier ich sogar. Ja, clean ist okay. Classy von der Farm her ist in Ordnung. Nächster bitte. Hühnchenkopf Larry. Ja, müssen wir nicht drüber reden, weil er free ist. Free round für ihn. Ist free round, aber er hat halt ein gutes Emote jetzt auch genutzt. Das wird für ihn dann. Ja, wir sind tot. Schade, Lofty. Ja, ja. Ja, ist okay. Ja, passt perfekt. Geil, komm, weiter, weiter, weiter. Schade, Lofty ist leider raufgegangen. Ich weiß, die Tanz, Lofty, den habe ich so oft schon gesehen von SU. Boah, nee, ich finde, das bockt irgendwie nicht. Levin, sorry, Bro. Nächster, bitte. Ja, das passt, das passt, das sehe ich schon.
Egal, Nuko, Leute, ich werde das jetzt einfach durchmachen. So, ich gönne das hier im Einzelnen hier. Gönne ich das. Ja, wenn er eh schon diese Einstellung zu diesem Skin hat. Schade, auf die Skin hätte ich vielleicht noch ein bisschen weitergelassen. Ja, finde ich, passt auch. Sieht geil aus. Guck mal, was ich für Emotes noch machen kann. Ja, okay, ist okay. Nicht schlecht. Ja, geil. Grantelbart, definitiv weiterkommen. So, Leute, wir sind im seltenen Skin-Contest. Wen würde ich hier kicken? Muss ich sagen, Niveau den würde ich kicken, sehr, sehr weil er neulich im Shop war. Thema Amerika, ich Thema fast sagen, Cowboy. Von allen Runden fast. Ja, das Stärkste. So, jetzt bitte alle auf eine Plattform stellen und Emotes. Ich will jetzt ein Emote sehen, was zum Skin passt. Das muss zum Skin passen mit Farben. Das ist jetzt hier wirklich das beste Emote, was ihr habt. Bitte jetzt raushauen. Die werden nämlich jetzt aussortieren, streng aussortieren. Und so, ich fange hier bei Grantelbart nochmal an, der mir echt gut gefällt. Der Bart ist halt. Emote, sorry, Bro. Ich hab Emote ist das hier. Ja, das vielleicht ist eine Chance. Na, Kippe, Digga. Richtig Kippe, Digga. Hühnchenkopf, Larry. Oh mein Gott, Baba-mäßig. Du bist auch Kippe schon die ganze Zeit. Passt. Der hat was gegen mich. Er hat was gegen diesen Skin. Er hat was gegen diesen Skin. Ich mach das so gut gerade. Ohne Witz. Er hat was gegen diesen Skin. Du bist Helfer, ne? Sehe ich nicht schön genug aus, oder was? Ihr seid zu viele Helfer hier. Sieht dieser Skin nicht süß genug aus? Gut, Krüger Power, danke schön. Das ist so eine heftige Kombi, Leute. Ich mach gute Emotes. Monkey Luca, vielen, vielen Dank für die Hilfe. Das stimmt irgendwas nicht. Er hat was gegen diesen Skin. Ein Helfer am besten jetzt noch. Okay, bewertet selber. Spray habe ich nicht gesagt, Digga. Aber ja, gut, okay, passt. Mottenkopf. Jetzt mal ehrlich. Ich würde, guck mal, ich bewerte jetzt, ich versetze mich mal in seine Lage rein, würde ich jetzt bewerten. Ich würde diesen Skin sehen, diese Spitzhacke, ja, okay. Diesen Backblick. Das Einzige, was ich an diesem Skin kritisieren würde jetzt, so die Optik, würde ich sagen, Backblick und Spitzhacke ist gleich vom Set, ist von dem Set, ist von dem Skin, von einem anderen Skin. Aber das weiß er gar nicht. Das ist der Unterschied. Und egal, welche Emotes ich hier gerade mache. Okay, Jungs, jetzt will ich die Story sehen. Leider sind noch sehr viele Leute am Leben. Nee, noch nicht die Story. Ich will doch noch nicht die Story sehen. Ich will jetzt noch mal Tänze sehen. Ich will jetzt noch mal Tänze sehen. Ach, was machen wir für einen Tanz? Was machen wir für einen Tanz? Tanz? Finde ich, passt nicht so. Tanz noch mal. Passt, okay. Hühnchenkopf, Larry, ah, ich riskiere das jetzt. Entweder kommt er das jetzt sympathisch rüber und humorvoll, oder er sagt, ey, du bist raus. Ah, Glück gehabt. Ich bin gespannt. Ich riskiere das jetzt, Leute. Okay. Ja, okay. Okay. Okay, nice. Baba-mäßig. Du bist schon sowieso Kippe, Digga. Er hat was gegen mich. Guck mal, was er da macht die ganze Zeit. Kippe. Ich brauch Tanz zu L, Leute. Der hat was gegen mich. Alle aufstellen, Gegner suchen. Gegner suchen. Jetzt wird hier nochmal echt aussortiert. Es kommt pro Runde nur einer weiter. Oh Mann, also wenn ihr jetzt euch einen schweren Partner aussucht, seid ihr selbst schuld. So. Pirat, komm, Larry. Ja, komm, Pirat. Schwierig. Okay, ihr beide. Okay, stark, ihr beide. Er ist Popcorn, ey, ganz ehrlich. Du tanzt für dich alleine. Glück gehabt. Und jetzt will ich eine Story sehen, Jungs. Ich will jetzt eine Story sehen. Also, ich glaube, SU ist entweder hier Hühnchenkopf. Der ist Baba-mäßig. Der Hühnchenkopf ist echt ein Favorite von mir. Dann den Star Trooper könnte ich SU mir vorstellen. Oder den hier. Den könnte ich mir auch noch SU vorstellen. Die anderen sind sehr, sehr schlecht. Von daher glaube ich nicht, dass SU die ausgewählt hat. Also die Skins würde ich jetzt ihnen nicht zuordnen. Vielleicht sagt er das einfach nur so, um mich zu provozieren. So, okay, ich glaube, du bist fertig hier. Okay, komm, Kollege, du bist dran. Abfahrt. Okay, er wirft das mit Wasser ab. Mit Wasserballons. Ich kapier's leider nicht. Sidekick Fushi, Digga. Es tut mir maximal leid. Ich hab's leider nicht kapiert. Ich bin zu doof dafür wahrscheinlich. Sorry, Bro. Mottenkopf, du bist dran, ne? Da ist Motte. Hier ist Motte.
Ich feier. Okay, die Motte könnte SU auch sein, das würde ich auch sein. Die ist auch geil, Alter. Die ist geil, Alter. So, SU, dann zeig mal, was du drauf hast. Los, komm. Okay, er spielt am Handy. Weint, hat wahrscheinlich seine Freundin hat Schluss gemacht. Schlüssel, okay. Verstopfung oder was? Ja, war scheißen gewesen, glaube ich. Aber glaube ich scheiße. Okay. Hühnchenkopf, Larry, du bist dran. Ich gehe einfach in die Zone, Leute. Wie, Brathühnchen gibt's oder was? Brathühnchen. Hätte ich jetzt auch gesagt, Brathühnchen. Ja, oh, da hätte ich richtig Bock. Ich hab richtig Hunger. So, warte mal, wo fehlt denn hier noch einer? Wer ist hier hinten? Wer ist das da? Okay, da ist gar keiner. Hier fehlt noch ein... Fehlen noch einige. Okay, gut. Dann mit Soundwars, du bist dran. Die, die weiter sind, schon mal in die Zone bitte rein. Soundwars, schnell. Sieht man das? Digga, Skin ist so Baba, aber storymäßig ganz, ganz schlecht, Digga. Unterirdisch. So, okay, du bist dran, komm. Stormtrooper. Ah, das könnte auch SV sein. Okay, Raketenstart. Ja, oh, ja, krass, geil. Finde ich cool. Wow! Jetzt ist er auf dem Mond! Wow! Okay, geil. Beste Story bisher. Beste Story, wirklich. Da, die müssen wir auch noch machen hier. Beste Story, also der Stormtrooper ist ganz weit vorne gerade gerutscht. Sehr, sehr geil. So, okay, hier irgendwelche Dinger hier. Ja, okay, Würfel kennen wir auch schon. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt, oh, jetzt dreht er hier durch. Der Würfel wahrscheinlich irgendwas. Ja, ich feier halt den Emote, Digga. Hast Glück gehabt. Echt auch nochmal. Hat auch, ja, ist okay. Halt, Emote holt viel raus. Emote holt viel raus. Cowboy-Hut, Digga, du bist leider raus jetzt. Ich muss dich leider killen. Bewertet ja, selber diese Story gerade, okay? Digga, ist die Story kacke? Jetzt gibt's Emote-Duelle. Wir sind trotzdem relativ weit gekommen, Leute. Ich will ein Emote sehen. Ich weiß halt nicht, wer von denen gepunktet hat, Fett. Ich nehme mal. Ich kill jetzt wirklich, jetzt wird's richtig hart, Leute. Jetzt wird's richtig hart. Los, ihr beide seid dran und los. Mottenkopf, muss ich sagen. Oh, stark. Du bist stark. Schnell. 3, 2. Leider zu langsam. Wir sind hier. Leute, wir sind hier am Ende. Ihr beide seid dran, ne? Oh, hat der Emoji gesagt? Oh shit, okay. Unentschieden, ihr beide seid dran, ne? Hallo. 3. Okay. Du bist raus. Dirko, du bist leider raus. Boah, ich hab fast einen Emote gemacht. Und du bitte noch einen Emote. Ich hab fast einen Emote gemacht. Hast du leider schon gemacht, Epical. Schade, Epical. Okay, ich will jetzt ein Tanzduell. Das wird jetzt hier entscheiden. Hühnchenkopf gegen den hier. Gegen mich? Oh, das ist stark. Oh. Hühnchenkopf, du hast leider einen Punkt verloren. Ich muss sagen, du hast gut performt bisher. Nächste Runde. Oh. Ich mach so gute Farben, Leute, jetzt Retalk. Er macht aber auch Hühnchenkopf, das. Hast du nicht das schon gemacht, Digga? Das war aber nee, auch gut, das muss man auch an der Stelle sagen. Stimmt. 2-0 leider. Schade, Hühnchenkopf, das wird schwierig. Ja, für wie viele Emotes soll ich noch machen? Brauchst nicht machen, Hühnchenkopf ist raus. Schade, Hühnchenkopf. Okay, Top 3. So, Motte gegen Stormtrooper. Oh mein Gott. Okay, er hat gewonnen. Damit hat er gewonnen, wirklich. Also, damit hat er wirklich gewonnen, sag ich dir ehrlich. Guckt euch das an! Oh mein Gott. Wirklich, GG. Ich hab keine Chance mehr. Gebe ich offen zu. Das war's. Kann ich nicht mal packen. Kann ich nicht mal packen, auf gar keinen Fall. Die Motte wird SU sein. Okay, Leute, ich werde jetzt nochmal ein Emote sehen. Die Motte hat hier wirklich Lotto gespielt. Krass, Emote ist das hier, Leute. Komm. Emote, komm. Hallo. Okay, Motte. Ach, beide reingeschissen. Jetzt nochmal ein Tanz. Nochmal in die Zone, nochmal ein Tanz. Schwierig, ich finde die Farbe richtig nice halt. Oh, unentschieden. Stopp.
Jetzt will ich noch mal irgendwas Krasses. Motte, du fängst an. Zeig mir irgendwas Krasses, Motte. Du musst mich jetzt echt überzeugen. Ist, seid beide scheiße. Oh, Motte rund um. Nee. Motte ist in Führung gerade. Motte ist wirklich... Ihr könnt auch noch mal vielleicht eine Kombination zeigen zwischen Spray und Emote oder so. Motte in Führung. Ganz brutal, die Motte. Ich sehe das Spray leider nicht. Okay. Mottenspray passt. Motte versteckt sich im Busch. Stark. Okay, zeig mir noch was. Leute, votet schnell ab. Ich sag Motte, Digga. Ich sag Motte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Motte ist... Oder? Ich muss auch leider Motte sagen. Okay, mehr sagen Motte. Ja, genau. Sorry. GG. Motte. Was? GG. GG! Oh. Hat nice, gewonnen. Nice, Digga. Der Chef sagt auch Motte. Ich hab selber auch gesagt, als er diesen Bottle geworfen hat, hab ich gesagt, ey, Digga, der verdient jetzt diesen Win. Ohne Witz. Hast du das riskiert, Sko? Warte, ich muss ihn mal entmuten. Ja, ich glaube, der hat es aus Versehen gemacht, oder? Ich muss ihn mal entmuten. Ey, das ist zu krank, dieser. Sko? Bist ja, du da? Hallo? Hast du das aus Versehen gemacht, oder was ist da passiert? Das war mit Absicht. Du hast gesagt, ich riskiere das jetzt, oder was? Krass. Mhm. Und dann hast du sogar noch auf den Balken getroffen, Digga. Ja. Ey, ohne Witz. Allein deswegen hast du eigentlich verdient. Der Stormtrooper war auch stark gewesen. Der Stormtrooper muss man auch sagen. Der war babamäßig. Aber Digga, das Ding ist halt, er hat dann mit diesem Move, Leute, weil das echt schwierig ist. Und danach auf der Kante hätte er ja jeden Skin, egal welcher der Wert, zerstört. Sag ich dir auch ehrlich. Aber du warst irgendwie übelst negativ eingestellt gegenüber meinem Skin. Den Skin davor schon rausgekickt habe. Der war echt nur mit richtig viel Glück bei der Kombi in der Pickaxe. Ja, aber wir machen doch selten einen Skin-Contest, oder nicht? Ja, aber trotzdem, wenn ich den Skin nicht feier, feier ich den nicht. Okay. Auch wenn er selten ist. Ja, okay. Trotzdem, Leute, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Checkt auch die Jungs ab. Auch der Sieger-Sko ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Stani, läuft die natürlich auch. Checkt die alle ab. Und lasst eine coole Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video. Mit der besten Runde. Schön mit ihr, Leute. Krass, ey. Ohne Witz.